Mit dem ersten Satz aus Beethovens Frühlingssonate wurde am Dienstagnachmittag in der Aula der Universität Jena die Verleihung des Preises für internationale Verständigung und Menschenrechte eingeleitet. Die Ehrung wird von der Ulrich-Zwiener-Stiftung vergeben, die nach einem ehemaligen Professor der Friedrich-Schiller-Universität benannt ist. In diesem Jahr sollte dem mit 2500 Euro dotierten Preis die iranische Friedensnobelpreisträgerin Dr. Shirin Ebadi erhalten. In seinem Grußwort betonte der Rektor der Jenaer Universität, Professor Dr. Klaus Dicke, dass es vor allem immer die Universitäten waren, die zeitkritisch die Gesellschaft hinterfragten. Der Thüringer Staatssekretär Peter Zimmermann lobte im Anschluss Dr. Shirin Ebadi als Vorkämpferin für eine humanere und tolerantere Welt und ihren unermüdlichen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte. Professor Dr. Katayun Amirpour von der Universität Hamburg hielt dann die Laudatio auf die Preisträgerin. Dabei erfuhren die Gäste im Saal auch, dass Shirin Ebadi 1969 die erste Richterin im Iran wurde und besonders für die Rechte von Kindern und Frauen kämpft. Für ihr Engagement erhielt sie 2003 den Friedensnobelpreis, zu dem sich nun auch die Auszeichnung der Ulrich-Zwiener-Stiftung gesellt. Zum Abschluss sollte die Preisträgerin noch selbst zu Wort kommen. Dieser Preis ist eine Ermutigung für mich und auch für die anderen Mitstreiterinnen und Mitstreiter von mir im Iran. Diejenigen, die wie Sie an die interkulturellen Aktivitäten glauben und auch für die Errichtung einer Gesellschaft voller Frieden und Ruhe sich einsetzen und sich engagieren. Nach ihrer Rede ging es in einer Podiumsdiskussion darum, ob und wie der Islam mit Demokratie und Menschenrechten vereinbar ist.